Freunde, Freunde der deutschen Nation, Verbündete, Unterstützer, Mitstreiter. Der Tag ist gekommen, wo wir zurückschlagen gegen die russischen Aggressoren, die uns beschossen haben mit Atomwaffen. Viele unserer Menschen sind gestorben, viele Tiere, Infrastruktur, wirtschaftlicher Schaden. Niemals werden wir sowas zulassen oder akzeptieren. Eher werde ich sterben, bevor ich zulasse, dass solch unrechtmäßiges Verhalten gerechtfertigt und zugelassen wird. Doch das ist nicht alles. Unsere heldenhaften Soldaten bereiten sich vor, in Indien zu landen. Die bösartigen Inder ebenfalls von der Landkarte zu tilgen. Des Weiteren sind die United States of America offiziell dem Krieg gegen Russland beigetreten. Es bleibt abzuwarten, wie sich da die Frontverläufe entwickeln, sofern die asiatischen Nationen Russland hier beiseite stehen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob wir siegen oder verlieren werden. Tja, wer hat's gedacht? Eine äußerst erfreuliche Entwicklung, aber nicht die USA haben Russland den Krieg erklärt. Russland hat den USA den Krieg erklärt. Was ich interessant finde, ich meine, gut, die USA oder bisschen Russland ist eh relativ aggressiv an die Sache rangegangen von Anfang an. Und jetzt wird's spannend. Die USA sind aktuell nur im Krieg mit Russland. Die Frage ist, ob auch hier eine Front, eine Armee, eine ja, okay, ja, doch, gut, okay. Die USA sind damit jetzt offiziell Kriegsverbündete langfristig. Das ist doch mal eine erfreuliche Nachricht. Und da gucken wir nochmal, wie sich da die Situation verhalten. Denn wir sehen, die USA kommen noch mit Brasilien daher. Ist die Frage, ob Brasilien noch unterstützen wird. Ansonsten bleibt das feindliche Bündnis leider doch deutlich überlegen. Achtung, genau. Platziert hier trotzdem schon mal einen Marsch auf Russland. Hier verteidigt die Grenzen. Frankreich bleibt erstmal hinfällig. Da habt ihr echt Glück gehabt, Frankreich. Würde vielleicht sogar nochmal eine Naval Invasion planen wollen. Von hier dorthin, weil wir da auch mal abwarten müssen, ob das überhaupt noch dazu imstande, ob wir da überhaupt noch imstande zu sind nachher. Oder ob da unten die anderen Jungs vorher den Gar ausmachen, den Russen. Das wird sich zeigen. So. Dann warten wir mal ab. Haben natürlich leider ein relativ kleines Invasionslimit. So, hier ist doch auch schon die Front, oder? Ja. Das heißt, was wir jetzt machen, starten das Ganze mal. Luftüberlegenheit haben wir. Feindlichen Verluste sind hoch. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, die greifen auch an. Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier das Ganze ausnutzen können. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. In Karachi. Ah. Also Luftüberlegenheit ist mit drin. Auch hier deutliche Luftüberlegenheit. Erste Landung erfolgreich. Dürfte mal den Angriff auf Karachi von Land aus unterstützen. Bosnien und Herzegowina sind der NATO beigetreten. Mexiko möchte Truppen noch unser Gebiet bewegen. Das dürft ihr. Irgendjemand hat kapituliert. Ich glaube, das ist diese No-Name-Nation. Ja, genau. No-Name-Nation hat kapituliert. Und Brasilien wurde auch noch als Verbündeter gerufen. Trotzdem bleibt die Manpower auf feindlicher Seite leider doch deutlich höher. Was ich nicht so schön finde. Ja, wenn welchen in Karachi? Ich weiß nicht, was da das Ding ist. Luftunterstützung ist auch ein bisschen kollabiert, ne? Das Problem ist auch, dass wir in unserer eigenen Region hier keine Luftüberlegenheit mehr hinbekommen. Kurz mal unsere eigene Region verteidigen. So. Hier greift auch mal mit an. Komm, da steht eine einzelne indische Division. Das kann doch jetzt nicht sein, dass wir das nicht schaffen. Selbst wenn die uns angreifen, halte ich das jetzt schon für sehr unrealistisch, dass sie uns da wirklich standhalten. So, 10 neue Divisionen treten in den Dienst.
War Support ist auf 0. Haben nur noch 0,04 Zuwachs, weil unser War Support so schlecht ist. Das ist zutiefst schockierend. Aber was willst du machen in der Situation, ne? So. Das müsste jetzt eigentlich erhöht werden können. Auf 11. Echt jetzt? Ja. Jetzt verstärken die sich. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Okay, sehr gut. Dann greift ihr mit unten an. Nigat kapituliert. Karachi wird erfolgreich verteidigt. Müssen wir sogar gucken, ob wir vielleicht noch langfristig sogar Hyderabad erobern können. 6 Flughäfen und so. Und so beginnt der große dritte Weltkrieg. Spanien. Ach, Spanien war auch bei den Amis mit drin, ne? Stimmt. Stimmt. Speak to the troops. Das klingt gut. Sprechen wir mal ein bisschen zu den Truppen. Wir sind doch jetzt auch in einem Verteidigungskrieg, oder? Ne, sind wir nicht. Nee, kein Verteidigungskrieg. Blödsinn. Oha. Training Time. Division Recovery Rate. Training Time erhöht sich. Ich weiß nicht, ob das so schlimm wäre eigentlich. Army Experience Game. Planning Speed Max Planning. Das klingt gut. Das auch nochmal mit rein. Ja, die Truppen hier oben wurden abgezogen. Deutlich abgezogen. Und unsere Versorgungssituation hier ist kritisch. Transporthelikopter schicken wir mal dorthin. Die waren da unten, oder was? Aha. Ja, da läuft es natürlich gleich besser. 1000 Close Air Support, die eigentlich nur darauf warten, ihren Job zu machen. Dann schauen wir mal. Ihr seid ja an sich bereit. Was wir noch machen, ist Atomwaffen hier mit draufschmeißen. Die erste Atomwaffe, die wir Deutschen eingesetzt haben, um unsere Feinde zu vernichten. So, dann schauen wir mal, inwieweit die Offensive jetzt hier funktioniert. Das ist übrigens eher historisch deutsches Gebiet. Das sollte überhaupt kein Problem sein, dass wir uns das holen. Und wenn wir hier zum Beispiel Estern zu Fall bringen, gibt uns das auch wieder wirtschaftliche Punkte. Was gut ist, dass wir dadurch unsere wirtschaftlichen Punkte ausbauen können. So, ihr folgt mal ihm. Genauso wie ihr auch ihm folgt. Wir müssen natürlich nur die Airbases ausbauen. Und unsere Atomreaktoren. Ja, jetzt schaut er blöd, ne? Das dachte ich mir. Okay, die überlaufen mir gerade brutalst. Könnt ihr vielleicht trotzdem versuchen einzukesseln? Mehr Supplies sind auch ganz gut. Weil wir hier echt brutalst angegriffen werden. Vielleicht sogar einfach mal das Ganze stoppen. Und die komplett dort mit hinschicken. Und zwar mit komplett, meine ich auch komplett. Transporthelikopter, gibt es die noch? Könntet ihr vielleicht eure Hufen dort rüber bewegen? Wäre das möglich? Unsere Versorgungssituation, die relativ beschissen ist, ein bisschen zu verbessern. Fände ich nämlich echt geil. Ja, das sieht jetzt ein bisschen besser aus mit Air Support. Luftüberlegenheit war schon besser, aber ist egal. Mechanized ist immer noch Krise. Einfach nochmal die Mechanized-Produktion erhöhen. Okay, ich habe angeblich genug Ressourcen. Das ist relativ ungewöhnlich eigentlich. Okay, dann würde ich gerne mal dorthin. Dann bei den USA hätte ich gerne Military Access, dass wir da keine Frontüberlappungen haben. Das geht mir voll auf den Sack. Gucken wir, ob wir direkt den Flughafen hier erobern können. Luftüberlegenheit ist auf beiden Seiten leider vorhanden. Aber wir haben eigentlich deutlich mehr Flugzeuge, deswegen verstehe ich nicht, warum die sich überhaupt so gut wehren können angeblich.
Die haben 124 verloren, die haben 349 verloren. Wobei es sind unsere Fighter, nicht feindliche Fighter. Das sind irgendwelche Verluste. Shotdown in Erd, das müssten die Jäger sein. Ne, das sind Enemy Fighters. Hä? Brasilien ist dem amerikanischen Konkordat beigetreten. Ich wusste gar nicht, dass sie es nicht waren. Jedenfalls interessant. Erstmal den Flughafen natürlich ausbauen. Gut. Okay, die Offensive da oben ist ganz schnell komplett eskaliert. Mal stoppen. Gucken, dass wir halt noch hier Estland zu Fall bringen. Geht mal hier lang. Die ist die Frontmäßig jetzt dann deutlich zu groß schon gegen die Russen. Da musst du halt aufpassen, weil sonst hast du direkt hier so eine fette Front. Estland kapituliert. Hey! Die haben mir kein Dings zur Verfügung gestellt. Das ist ja richtig bescheiden. Blöde Jane. Verluste. 170.000. Also deutlich höhere Verluste auf feindlicher Seite. Weil Russland ist nur ein Miner. Was ich relativ lustig finde. Dass Russland nur ein Miner ist. Ey. Was ist das denn da? Leute. Naval Invasion ist ja gut und schön, aber scheiß mal auf die Naval Invasion. Komm mal bitte schnell darum. Ich glaube, Häfen brauchen wir jetzt hier auch nicht mehr verteidigen. Und wenn, dann sollen die das übernehmen mit. Dafür habe ich die ja. Die Jungs schickt man auch noch mit alle an die Front. Also die Jungs kommen an die Front. Die Jungs kümmern sich um den kleinen Sauhaufen da drinnen. Wenn es dann soweit ist. Und dann werden wir da alle drei Armeen an die russische Ostfront schicken und dann da von dort aus versuchen. Was habe ich jetzt gemacht? Und dann von dort aus versuchen, Russland zu Fall zu bringen. Wenn das schon mal klappen würde, wäre schon mal ganz cool. Was ist hier eigentlich noch los? Immer noch Bulgarien gegen Mazedonien und Kosovo. Die werden sogar verlieren, wenn die nicht aufpassen. Wäre echt peinlich eigentlich, wenn ihr mich fragt, aber gut. Okay, hier haben wir uns auf alle Fälle gut gesammelt und gefestigt. Das ist nur die Frage. Die zweite von mir geplante Naval Invasion funktioniert. Ja, die ist noch gar nicht so weit. Die ist ja noch nicht mal so weit. Achtung. Dann lassen wir wahrscheinlich die Naval Invasion mal sein, oder? Und schicken die dort mit hin. Genau, per Land. Die Holzköpfe. Hä? Das für eine Front? Geht erstmal nur in die Reserve. Kommt. Chillt einfach nur im Hintergrund. Wartet auf euren Einsatzbefehl. An sich dürfte das da kein Problem sein. Mal gucken. So. Das haben wir direkt fertig. Inklusive dem Beseitigen der russischen Soldaten. Die sich jetzt hier ganz frech... Pass auf, das ist wieder der Klassiker. Wir kommen da nicht hin. Die dürften uns eigentlich auch nicht angreifen können. Aber ich sage euch genau, was passieren wird. Wir sollten erstmal aufhören zu trainieren vielleicht. Es wird Folgendes passieren. Und zwar werden die uns von Belarus aus wieder angreifen. Obwohl sie das eigentlich nicht könnten oder dürften. Werden sie es trotzdem wieder machen. So, die Russen nutzen jetzt natürlich unsere neue Front kurz aus, aber ja, so gut konnten sie es auch nicht ausnutzen. So, das war jetzt Schritt 1. Offensive auf Moskau ist geplant. So, Schritt 2. Inhalte das Auflösen dieser zwei Fronten. Dann schicken wir unsere Jungs mal hier so hin. Und planen von hier aus eine Offensive auf Delhi. Oder auch nicht. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder?
Muss ich doch jetzt nicht verstehen. Dann machen wir es halt so. Wenn es nicht anders funktioniert. Versorgung war schon besser. Aber es sollte ausreichend sein. Häfen sind halt auch relativ klein allesamt, ne? Macht es jetzt auch nicht viel besser. So, Jungs, was ist mit euch? Habt ihr kein Essen? Wir beginnen mal eure Offensive. Dann schauen wir, ob und wie gut wir gegen Russland hier durchkommen. Mit kompletter Luftüberlegenheit. Dafür habe ich hier die ganze Zeit auch in meine Flotte investiert. Das Einzige, was wir jetzt noch kurz gucken könnten. Wann da jetzt besser? Der wahrscheinlich. Den hauen wir jetzt auch nochmal komplett. Hauen wir komplett auf Max? Ja, perfekt. Genau 700. Ist scheinbar auch. Nee, ist nicht ganz gekappt. Sieht nur so aus, als ob das gekappt ist. So, und damit haben wir hier auch ein prägnendes Ding. So, die brauchen wir gar nicht mehr so viel. Also eigentlich gar nicht. Main Battle Tanks reduzieren wir auch nochmal. Und die russischen Linien sind überraschend schwach eigentlich. Die russische Armee ist nicht so stark, wie ich dachte. Haben sogar viele weiße Flaggen schon. Also die Russen werfen generell gerne mit weißen Flaggen vor sich hin. Aber ist halt auch nur ein Miner, ne? 111 Divisionen. Apropos 111 Divisionen. Machen wir weiter mit Kollaborationsregierung in Frankreich. Dann haben wir 90%. Jetzt haben wir 60%, dann haben wir 90%. Ich meine, unser War Support ist wieder ein bisschen besser geworden. Aber ich glaube, hier braucht es jetzt nichts mehr Sinn. Political Power Game braucht man keinen weiteren. Minus 20%, das ist an sich ganz cool, ne? Minus 20% politischen Machtzuwachs. Dafür bekommen wir mehr Zivilfabriken und mehr Ressourcen. Das ist generell nur scheiße. Jetzt haben wir 1,47, ist auch noch gut. Und haben mehr Fabriken, die wir nutzen können. Und haben jetzt 3,5% Atomwaffenzuwachs. Ist immer noch nicht so viel. Aber es würde reichen, um... Wir haben nicht genug Air Superiority. Was? Ach, die sind übrigens alle eingekesselt hier. Lebt wohl, Russland. Verluste 4,8 Millionen. Die Manpower sinkt nicht wirklich. Wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich das amerikanische Konkordat auch noch bleibt. Und natürlich die Invasion am Ende dann vor allem in einer Region stattfindet, nämlich Japan. Japan und China könnte invasionstechnisch relativ schwierig werden langfristig. Aber ich glaube, es ist das Beste, wenn wir jetzt hier die Offensiven mit den Jungs unterstützen. Ihr geht mal dorthin, beziehungsweise dorthin. So, 138, 18%. Wie gesagt, das könnte man hier nochmal verringern auf 13%. Aber nee, wollen sie ja nicht. So, was ich mit euch mache, weiß ich nicht. Ich schicke euch jetzt erstmal wieder alibimäßig nach Frankreich. Die haben ca. 1,1 Millionen Mann. Das ist natürlich nicht viel. Das ist schwächer als wir. Aber solange wir natürlich noch andere Fronten haben und andere Kriege, ist es nicht um... Okay, auch interessant. Das ist interessant hier. Warum immer wir da keine Truppen haben. So, die ziehen sich jetzt auf finnisches Territorium zurück. Die Japaner. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sehe, dass die Japaner und die Finnen zusammenarbeiten. Na, die USA hat die massive Probleme durchzustoßen. Die haben eben nicht die deutsche Schlagfertigkeit. Denen fehlt ein bisschen die deutsche Motivation. Der deutsche Einsatz, den wir hier zeigen. Habe ich eigentlich meine ganzen Verbündeten mal reingerufen? Ja, sind an sich alle drin, ne? Und auch Indien fällt relativ einfach.
Haben zwar viele Divisionen, haben aber nur 88 Militärfabriken gegenüber unseren 255 zum Beispiel. 95. 119. Also die drei größten Player haben zusammen so viele Militärfabriken wie wir alleine. Inklusive alle unserer Boni, dank Deutschland. Brasilien ist erneut den United States beigetreten. Sind übrigens komplett kommunistisch. Vielleicht gibt es irgendwann einen Aufstand oder so, keine Ahnung. Das weiß ich schon. Was ich weiß, ist, dass Moskau hart umkämpft wird. Während unsere Manpower immer noch nicht komplett durch ist. 6, 8, 11% haben wir, 9,7 sind wir aktuell am Einberufen. Heißt, da geht immer noch mehr. Okay, wir verlieren aber Truppen, oder? Ja, doch, Verlust haben wir jetzt schon ein paar. Aber wir lassen die Offensive natürlich weiterlaufen. Oh, hier sind nochmal russische Truppen eingekesselt. Auch toll. Und bessere Bomber. Die sind ganz unten gewesen. Maritime Patrol werden wir wahrscheinlich nicht nutzen, oder? Machen wir einfach Generation 4 Bomber. Ja, aber die Russlandfront kollabiert gerade so ein bisschen. Haben auch nicht mehr so viel Luftüberlegenheit. Das ist hier alles relativ umkämpft. Wir stoppen euch mal. Und was ist mit euch passiert? Dass ihr keine Frontlinie mehr habt? Lol. Nicht euer Ernst. Machen die denn? Warum sind die jetzt nach Nord... Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden an der Situation, warum die jetzt auf einmal nach unten gegangen sind. Ich schwöre, das Spiel macht mich fertig manchmal. Man muss es einfach mögen. Man muss Hearts of Iron 4 einfach mögen. Hauptproblem ist jetzt hier eigentlich die Versorgung. Weil ich noch nicht ganz verstehe, was das hier zum Beispiel soll. Dass wir noch so kleine Frontpockets haben, wo keiner drin ist. Aber wir werden aktuell zurückgedrängt von der russischen Armee. Also wir sind super vorangekommen, haben super Fortschritte verzeichnen können. Wir werden jetzt hier allerdings leider zurückgepusht. Mechanized fehlt auch wieder. Doch unsere teure Offensive wahrscheinlich. Wahrscheinlich relativ viel mechanisiertes Zeug abhanden gekommen sein. Mit den Mechanized-Produktion erhöhen. Ärgerlich. Tschad, wurde der Krieg erklärt. Ja, wir können jetzt aktuell hier nur verteidigen. Logistik ist hier drinne. Logistik ist hier zum Beispiel nicht drinne. Dann switchen wir das mal kurz. Ihr bekommt auch noch Logistik mit rein. So, die kommen jetzt erstmal alle Logistik mit rein. Um da ein bisschen unsere Versorgungsprobleme zu verbessern vielleicht. Das Problem ist, hier vorne gibt es keinen Versorgungshub. Es gibt hier nirgends Versorgungshubs, das ist das Problem. Einzige, was wir mal gucken könnten, nochmal. Ah, ich habe aufgehört, diese Transportdinger zu bauen. Natürlich auch nicht so smart, ne? Und was geht denn das jetzt? Ah. Okay. Brauche ein bisschen Transporthelikopter. Die sind mit die beste Lösung, um das Problem zu lösen. Ansonsten sehen wir, was hier gerade passiert. Wir werden jetzt hier hart zurückgedrängt von russischen Truppen. Nach erfolgreichem Vorstoß zu Beginn hat sich das Blatt leider gewendet. So würde ich an der Stelle erstmal sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Wir haben guten Progress gemacht. Viele Fronten erfolgreich durchschlagen. Doch jetzt stehen wir an einem gefährlichen Punkt, wo auch die Front zusammenbrechen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.